und herzlich willkommen bei Nice Fitness. Mein Name ist Katharina und wir machen heute zusammen ein Oberkörper-Workout und zwar mit einem Miniband bzw. mit einem Loop. Wenn ihr keins und ein kleines Band habt, dürft ihr euch auch ein Theraband nehmen und hier einen Knopf drin machen, dass es etwas so gross ist wie ein Miniband. Zudem braucht ihr auch eine Matte oder allenfalls einen bequemen Teppich. Ich würde sagen, wir legen direkt zusammen los und die Bändchen braucht ihr am Anfang noch nicht. Dann legen wir sie ablegen und wir legen direkt zusammen los. Ihr dürft etwa schulterbreit hinstehen, gerade Stand reinnehmen, als würde ihr ein Fädchen nach oben ziehen. Und wir fangen an mit Schulterkreisen gegen hinten. Genau, gut. Schön grosse Kreise machen. Holen die maximale raus. Maximale Bewegung. Und wechseln die Richtung der Kreise. Wir kommen nach vorne. Auch hier wieder grosse Bewegungen machen. Zwei Kreise. Wir können die Arme ausschütteln. Wir wechseln die Position. Wir gehen zur Übung Katzenkuh. Ihr dürft euch hier dafür hüftbreit anstellen. Wir gehen bis die Knie, wenn sie Handflächen auf die Knie platzieren. Und wir werden dann so rund für die Katze, Blick zum Boden. Und für die Kuh schauen wir zur Decke auf und strecken den Rücken durch. Und einatmen, gehen die Katze. Und ausatmen und kommen die Kuh. Dann dürfen wir einen eigenen Atemrhythmus schaffen hier. Zum Boden, Licht zu bewegen. Wir kommen aus
Wir nehmen die Kraft in eine Hand. Wir können es einarmig rudern. In unseren Rücken. Wir dürfen das Bänden und den vorderen Fuß nehmen. Wir sind quasi in einer Ausfallschrittposition am Boden unten. Schauen, dass der Oberkörper schön gerade ist. Wie gesagt, das Bänden ist unter Fuß. Die Hand haben wir jetzt neben dem Bein. Und wir ziehen gegen oben. Das heisst, der Ellbogen mit dem Körper nach oben. Oberkörper ist schön gerade. Und wir starten hier zusammen in 3, 2, 1. Und wir legen los. Schön den Körper nach oben ziehen. Oberkörper ist gerade. Bauch hat auch eine Spannung. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Wir wechseln direkt zusammen die Seite. Das Vorderbein kommt jetzt gegen die Kinder. Wir sind auf dem Knie. Und ihr wechselt mit dem anderen Fuß nach vorne. Schaut, dass ihr dort einen rechten Winkel habt. Oberkörper ist gerade. Sind schön positioniert. Sind neu, schön unter den Hüften. Und wir kommen wieder rauf. Körper noch mit dem Ellbogen. Und wir starten zusammen in 3, 2, 1 und los. Auch Gegenzug, Gefühl schaffen. Genau. Oberkörper ist gespannt. Gut. Die Hälfte haben wir geschafft. Wechseln. Das heisst, ihr dürft euch einig am Boden höckeln. Ihr könnt mal das rechte Bein vorne strecken, wenn das angenehm ist und ihr immer noch gerade könnt sitzen könnt. Wenn nicht, dürft ihr es auch ein bisschen anwinkeln, so wie es euch angenehm ist. Wir tun jetzt das Bändchen. Hier haben wir das rechte Bein. Nehmt die rechte Hand, weist auf die Seite und tut unter linke Fuß umbinden. Ihr seht, es ist hier, beim Fußgelenk schön fixiert rundherum. Wir haben eine aufrechte Haltung und jetzt drehen wir auf die rechte Seite und den Arm kommt gegen die Kinder. Es ist eine Mischbewegung, wir rotieren mit dem Oberkörper und der Arm zieht nach. Und wir legen auch hier wieder zusammen los in 3, 2, 1 und wir fangen an. Rotieren, Arme, Ellbogen ziehen gegen Kinder und gegen Gefühl. Brustbein zur Seite gegen Kinder, Ellbogen gegen Kinder und wieder Gefühl. Gut. Auch immer schön nachschauen gegen Kinder. Und wir machen so 3 hier. Wir wechseln die Seiten zusammen und wir wechseln die Seiten. Das heisst, das Bändchen dürft ihr jetzt mit der linken Hand greifen. Das linke Bein ist gestreckt oder leicht abgewinkelt und das rechte ziehende Fuss zum Mund neu. Jetzt dürft ihr es hier wieder ums Fußgelenk fixieren vom rechten Bein. Ihr könnt auch variieren, wenn ihr es neu habt. Es ist natürlich einfacher zum Hinterziehen, weil die Distanz nicht so gross ist. Und wenn ihr es weiter vorne habt, wird es schwieriger. Und wir starten gerade miteinander. Und gehen gegen die Kinder. Und wieder gegen vorne. Rotieren. Arm ziehen. Und wieder gegen vorne. Genau, gut. Schön aufrechte Haltung halten. Die Schultern sind auf gleicher Höhe. Auch wenn ihr nach hinten raus dreht. Und schön schnaufen, immer dabei. Machen noch 3, wieder vorne wieder.
los mit der ersten Übung. Wir haben immer zwei Übungen, die wir nacheinander machen. Beziehungsweise nacheinander zwei Mal machen. Das heisst, ihr dürft wieder in den Ausfallschritt kommen. Geht zuerst wieder mit dem rechten Bein nach vorne. Das linke ist schön unter der Hüfte platziert. Das rechte kommt nach vorne, etwa in den rechten Winkel. Bänder unter den Fuß. Am besten ist es, wenn ihr es hier so in der Mittelfußgegend habt. Und wir greifen zum Nebenbein durch auf die Aussenseite. Und wir kommen rauf mit. Oberkörper ist gerade, auch ist Spannung im Bauch. Und Körper noch aufziehen. Und langsam gegen die Immer gegen den Zug vom Bänder arbeiten. Die Bewegung ist nicht schnell. Genau. Die Hälfte haben es schon geschafft. Und schön ziehen. Machen noch zwei. Und der letzte. Wechseln wieder die Seiten zusammen. Nehmen das rechte Bein unter die Hüfte. Gehen mit dem linken Weg führen. Haben den rechten Winkel. Und gehen das Bänder unter den Fuss rum. Gerade Haltung und mit dem Gerücht. Schön schnaufen. Die Hälfte haben wir geschafft. Oh, wir machen noch zwei Wiederholungen zusammen hier. Setzen uns wieder am Boden runter. Strecken das rechte Bein. Das linke Bein ist hier wieder abgewinkelt. Rechtet aber auch ein bisschen anwinkeln, wenn ihr möchtet. Strecken das Bänder und den linken Fuß umwickeln ums Fußgelenk. Habt möglichst gerade Haltung. Und ziehen mit dem rechten Arm gegen hinten. Brustbein gegen hinten. Wir kommen wieder gegen vorne. Wir rotieren, der Arm kommt gleichmäßig mit und gehen wieder gegen vor. Genau. Wir haben die andere Dose geschafft. Mit dem Fuß das linke Knie. Schön hier auf der Innenseite. Wie gesagt, wir rotieren, schweren und richten wir es mit der Hand. Wir kommen wieder ums Fußgelenk umwickeln und wir kommen gegen die Kinder und gegen die Führer. Schultern. Da könnt ihr schon mal auswählen.
raus, kommen zurück in die Mitte, runter und vergehen, Hände durch. Rumpfspannung heben. Wir sind ja schon bei der letzten Wiederholung hier. Für die Runde kommen wir runter und wieder runter. Gut, super gemacht. Das Bändchen jetzt entweder hier lassen. Ich finde es ein bisschen angenehmer, wenn ihr es zwischen den Zeigefinger nehmt und den Daumen. So bei beiden Händen. Dann dürft ihr euch am Boden anlegen. Die Zehenspitze hinten aufstellen. Die Arme einstrecken. Schaut, dass die Schultern immer weg sind von der Uhr. Die Aufzieher sind schön drunter. Und jetzt gehen wir mit den Händen. Handflächen sind parallel zueinander. Auseinander und runter. Zusammen mit den Händen und runter. Und wir legen direkt zusammen los. In 3, 2, 1. Und auseinander und runter. Zusammen und runter. Auseinander und runter. Zusammen und runter. Können wir noch so weit rauf, bis es geht, für eure untere Rücken. Aber ihr wirkt auf jeden Fall bei Anspruch hier. Vielleicht Muskeln werden gestärkt. Lösen. Und dann kommen wir wieder zu der ersten Übung hier, zum Liegestützen. Dann wird wieder hochkommen, Position wählen, ob wir auf dem Knoll sind oder auf den Füßen. Nehmt Sitz wieder schön und die Handgelenk rundherum. Die Handgelenk platziert etwa unter den Schultern. Wieder runterkommen und rauf. Und wir gehen raus. Geht rein, runter und rauf. Gut. Wenn ihr nicht ganz so weit raus könnt, aufs Endstück, könnt ihr noch eine kleine Bewegung machen. Rechte Hand raus, linke raus, rechte rein, linke rein und runter. Schön gerade, schauen, dass die Schulter unten ist. Dann noch mit aufziehen. Schön unten bleiben.
Arme ist gestreckt. Die andere Hand hat das Bänderchen. Wir können hier auch wieder in dieser Position sein. Dann den Daumen rein. Hier drüben wir es umgreifen. Und jetzt ziehen wir den Ellbogen nach außen runter. Ja, dicht ziehen nach außen runter. Kommen wir wieder rauf. Außen runter ziehen. Und kommen wir rüber. Legen direkt zusammen los. In 3, 2, 1 und los. Genau, gut. Abziehen und wieder hochlassen. Abziehen und hochlassen. Wir können die Arme nicht ganz ausstrecken. Schauen wir den Zug wieder auf dem Bändchen. Schulter schön gesetzt lassen. Genau, super. Die Hälfte haben wir auch hier geschafft. Und der letzte. Die Seite wechseln. Ich zeige es euch noch kurz von der Seitenposition. Arme gestreckt mit den Ellbogen hier. Bleibt immer auf die gleiche Höhe von der Schulter. Nicht nur so, sondern auch wieder von der Seite. Das heisst, wir sind hier positioniert und kommen den Bogen wieder gegen. Machen noch 3 miteinander.
Form Daumenblümchen platzieren. Wir sind so auf dem Band, dass meine Hände öfter in der Schulterbreite sind. Und wir gehen hoch und runter. Wir haben gerade schon mitmachen hier. Gut. Die Ellbogen bleiben schön fixiert. Das heisst, hier, nicht nach vorne, nicht nach hinten, bleibt schön hier am Körper an. Und wir legen zusammen los in 3, 2, 1 und loslegen. Okay. Handgelenk, richtig Schultergelenk bewegen und wieder ab. Auch hier Oberkörper möglichst gerade halten, Schulter möglichst auf einer Höhe. Handgelenk stabil, nur so weit hochkommen, dass das Handgelenk nicht gegen innen kippt. Das heisst, wir stoppen hier und gehen wieder ab. Machen noch 3 Wiederholungen, dann wechseln wir die Seite. Und die letzte Wiederholung. Lösen, wechseln die Seite. Und zwar nehmen wir jetzt hier das Daumengräubchen. Greifen auf die gleiche Höhe platzieren, die untere Hand vorne hin und wir legen direkt zusammen wieder los. Halten.
machen noch drei. Der letzte. Und wir dürfen wieder wechseln. Vielleicht kurz ein bisschen ausschütteln. Wir gehen noch mal zum Bizeps, das heisst Daumengrübli. Schön fixieren. Wenn es vorher nicht zu wenig anstrengend war, dürft ihr ein bisschen den Gaben mit der Hand weit unten. Oder sonst ein bisschen den Huren. Schaut auch, dass euch das Handgelenk fest reinzieht. Schaut, dass ihr es auch möglichst schön auf einer Gerade halten könnt. Mit den Schultern, mit dem Oberarm. Und wir nehmen das Grübli, fixieren unten und legen es auch raus. Genau, super. Nur so weit hochkommen, dass das Handgelenk nicht reinkippt. Genau. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Liefert dabei. Gut, wir machen noch drei hier. Drei, zwei und die letzte Wiederholung. Wir lösen, wechseln die Seite, gehen das Daumenbrübli, greifen und fixieren die untere und kommen direkt von mitten an. Genau, ihr könnt hier die Hand schliessen. Aber auch offen behalten, was euch angenehmer ist. Schön schnaufen, nicht vergessen, durchgehen. Versuchen die Atem möglichst fließend zu behalten. Die Hälfte der Hände. Genau, super. Und wir machen noch drei miteinander hier. Und die letzte Wiederholung dürft ihr lösen. Gehen wir mal zum Trizeps. Wieder auch wieder von unten her. Die untere Hand fixieren. So, schön heben, stabil. Und dann hier die Druck bewerben, dass ihr zwei Schritte verzieht. Ellbogen, schnapp den Kopf und wir strecken den. Direkt mitmachen. Genau, gut. Schön in dem Kopf haben mit der Hand. Die Hälfte haben wir auch schon wieder geschafft. Bleiben dabei. Wir haben noch drei Wiederholungen. Und drei. Zwei. Und die letzte. Wechseln die Seiten miteinander. Das Bändchen kommt von oben. Greifen von unten mit der anderen Hand. Und so ein bisschen zurücktropfen. Und dann kommen wir gerne von mir. Und schön hoch. Genau, so. Hier bleibt schön stabil. Der ganze Oberarm, den ihr hier am Kopf habt, ist stabil. Stabil heisst, ihr bemerkt nicht zu fest, geht vorne, hinten oder auf die Seite. Die Übung heisst Stöbensitz. Das heisst, ihr könnt hier entweder ein Daumengrübli mit dem Bändchen oder dürft es auch um die Handgelenke nehmen. Haben die Hände hier oben, kommen wir von hinten, kommen wir zusammen gegen vorne und wieder gegen hinten. Schaut, dass ihr, wenn ihr hinten kommt und vorne kommt, so fest von den Händen, dass die Füße in den Boden runterkommen. Ich würde sagen, wir legen hier direkt wieder los. Das ist übrigens schon unser letzter Block für heute. Dann halt nur noch das Cooldown. Bleibt dabei und haltet durch. Wir starten in 3, 2, 1 und los.
stricken und zusammen. Stricken und zusammen. Obere Rücken möglichst gerade halten und zusammen. Wir haben hier mit ein bisschen Zug auf dem Pendel. Das heisst, die Hände leicht rausziehen. Genau, super. Die Hälfte ist schon geschafft, es geht ganz schnell. Genau, perfekt. Machen noch drei. Noch zwei. Und die letzte Wiederholung hier. Dafür den Kuh lösen. Und hier kann man den Boden anlegen mit dem Oberkörper. Beine können ihr aufgestellt halten, so wie es euch angenehm ist. Ihr dürft ihn weiterführen oder näher. Schön aufgestellt. Wir nehmen jetzt die Hand, spannen die mit dem Daumengrübli und drücken die Hand hier ein bisschen auseinander. Ich zeige es euch kurz in dieser Position hier. Die Hände sind hier drin. Und dann drücken wir es leicht auseinander. Kommen wir wieder rein. Der Ellbogen bleibt hier immer so noch am Körper. Ganz normal halten. Und wir legen uns ein. Und wir starten in 3, 2, 1 und gehen raus und gehen rein. Das ist möglicherweise nur eine kleine Bewegung. Je nach Stärke von eurem Band. Die Hand geschafft. Gut, schnaufen. Komm, wir machen noch 3. 2. Letzte. Und lösen. Dürfen die Schultern ruhig ein bisschen bewegen. Und wir kommen direkt wieder rauf. Gehen in den Schwebesitz. Und wir legen los. Auseinander und zusammen. Genau, gut. Super, bleibt dabei, kommt. Spannung halten im Bauch. Die Hände leicht auseinanderziehen, dass ihr ein bisschen Spannung habt vom Bänder. Genau, super. Und kommt. Das ist der letzte Block. Bleibt dabei. Mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft hier. Weniger weit auseinander, dann ist es weniger anstrengend. Machen noch 3 zusammen. Und der letzte. Und dafür wieder Beine aufstellen. Wir legen uns am Boden und starten hier direkt wieder mit den Händen raus. Wir gehen raus und gehen rein. Langsam gehen raus und dann genauso langsam gehen rein. Sonst würde es euch nur gleich reinziehen und dann arbeitet ihr gar nicht dagegen. Genau, super. Und schön rausziehen. Das ist die letzte Kraftübung. Hängt euch nochmal an. Mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Wir machen noch 3. Kommt. 3. 2. Die allerletzte. Und ihr dürft lösen. Ihr habt es geschafft. Das heisst, ihr dürft euch direkt mal gemütlich am Boden ablegen. Handfläche, schön zur Decke. Die Füße könnt ihr locker nach außen fallen lassen. Und wir fangen uns langsam zu entspannen. Der Puls geht runter. Und wir nehmen hier noch 3 Atemzüge zusammen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr die Augen natürlich auch schon schliessen. Tief in den Bauch atmen. Dann dürft ihr die Knie langsam zu euch ziehen, zu der Brust rauf und mit den Händen umgreifen. Wir machen die Kreise nach rechts. Dürfen sie so gross machen, wie es euch angenehm ist. Und auch hier dürfen natürlich die Augen schliessen. Wir machen noch 2 Umkreisungen.
Und wir wechseln die Seite. Schön tief atmen. Und zwei Kreisungen. Dann dürft ihr Beine am Boden ausstrecken. Dreht uns einmal langsam gemütlich um. Habt die Hände neben den Schultern positioniert. Die Füße können aufgestellt haben oder auch locker am Boden. Und wir drücken uns so weit auf, bis es angenehm ist. Dann ist es auch wieder unten. Und Blick zur Decke hoch. Genau. Wieder bleiben, wo es angenehm ist. Und schön im Bauch hineinschlüpfen. Geniessen den Stretch in eurer Bauchgegend. Und dann dürfen wir das Gesäß richtig Fersen schieben, hinten schieben, die Hände natürlich ganz locker nachziehen. Und wenn ihr möchtet, dürfen wir die Stirn am Boden legen. Wenn es unangenehm ist, hier hinten, dürfen wir den Haken hochkommen und anlegen. Die letzte Cooldown-Position, geniessen Sie. Nehmen wir noch zwei Atemzüge hier. Dann würde ich langsam aufrollen. Und dann wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle mitgemacht habt. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr unseren Kanal hier auf YouTube könnt abonnieren könnt. Und uns auch auf Google Plus folgen. Bis zum nächsten Mal.